Kommen wir zu einem weiteren Thema, die Ukraine. Die Lage ist eskaliert. Man möchte eine neue Regierung, Übergangsregierung einsetzen. Am 25. Mai, genau am gleichen Tag wie die EU-Parlamentswahlen, sollen in der Ukraine neue Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Wenn wir jetzt zurückblicken, nach dem Vilnius-Gipfel im November, als ja eigentlich das Handelsabkommen mit der EU unterzeichnet werden sollte, was dann geplatzt ist, sind die Proteste im Maidan immer größer geworden, wurden medial als pro-EU, pro-Freiheit-Proteste verbreitet und dann die Eskalationen. Man muss, glaube ich, klar sehen, dass der Westen, insbesondere die USA und Europa, versuchen, die Ukraine zu instrumentalisieren in ihrer Politik gegen Russland. Das ist der Hauptansatz. Die Ukraine wird geprügelt und Russland ist gemeint. Ja, das ist also die Auseinandersetzung, die hier in Wahrheit stattfindet. Und das ist eine brandgefährliche Situation. Und es ist bedauerlich, dass sich ukrainische Politiker, aber auch ukrainische Bevölkerung dafür hergeben, sozusagen die Drecksarbeit für den Westen in der Agitation gegen Russland zu machen. Gut, die Hoffnungen der Ukraine sind ja berechtigt. Ja, man hat ihnen ja, das ist nicht berechtigt. Jeder vernünftige Mensch muss wissen, dass der Westen sich kaum mit Griechenland finanziell erhebt. Nun ist aber Griechenland geradezu lächerlich, was den Finanzbedarf anhat im Vergleich zur Ukraine. Ich habe heute in der Früh gehört, dass 67 Milliarden Euro in der Staatskasse fehlen. Die haben also ein riesiges Defizit. Wenn jetzt die ukrainische Wirtschaft zusammenbricht, die ukrainische Währung zusammenbricht, dann ist dort das wirtschaftliche Chaos noch viel größer. Wenn der Osten der Ukraine, wo die Industrie im Bereich Donetsk Distrikt angesiedelt ist, wo ja die Mehrheit der Bevölkerung ja russisch ist, nicht, gar nicht ukrainisch, autochton ukrainisch, sondern russisch ist und auch russisch spricht, dann weiß man, dass dieses Land, wenn es auseinanderbricht, ein Dauerpflegefall wird. Also wer soll das bezahlen? All jene, die hier gehetzt haben, sollen einmal erklären, wer das bezahlen soll. Ich meine, das muss man auch den Österreicherinnen und Österreichern mal sagen. Bitte tut einmal darüber nachdenken, was dieses organisierte und mutwillig herbeigeführte Chaos am Schluss bewirkt, wenn es ums Zahlen geht. Und da wird keiner bereit sein, das zu zahlen, jedenfalls ich nicht. Und daher ist das alles unglaublich fahrlässig gewesen. Und was mir als Familienvater noch viel mehr Sorgen bereitet, dass das Ganze jederzeit in einen heißen Krieg kippen kann. Man muss sich im Klaren sein, die Ukraine ist für Russland nicht irgendetwas. Ja, also die Ukraine berührt Lebensinteressen der Russischen Föderation. Die russische Politik wird es niemals akzeptieren, dass man, so wie in Polen, Raketenschirme aufstellt in der Ukraine. Es wird niemals akzeptieren, dass man die enge Verflechtung zwischen der russischen Wirtschaft und der ukrainischen, speziell der ostukrainischen Wirtschaft, dass man das unter westliche oder gar amerikanische Kontrolle nimmt. Das kann Russland auch nicht akzeptieren. Es kann auch militärstrategisch nicht akzeptieren, dass dort, wo sie ihre Schwarzmeerflotte haben, nämlich an der Halbinsel Krim, dass man dort eine amerikanische oder EU-Kontrolle herstellt, die sich dann gegen Russland richtet. Das ist vollkommen absurd, so etwas zu glauben. Wer an diesen Schrauben dreht, dreht an der Kriegsschraube. Der will Krieg haben, dann soll man es auch bitte laut und deutlich sagen. Man hat ja auch, darf ich noch dazu sagen, man hat ja auch Sniper, also Scharfschützen, auf den Dächern in Kiew entdeckt, die offensichtlich sowohl gegen die Demonstranten geschossen haben, wie auch gegen die Polizei geschossen haben. Das sind, um aufzuhetzen gegeneinander. Natürlich, um die Gruppen gegeneinander aufzuhetzen. Es ist auch gezielt eskaliert worden. Es sind ja auch dort Gruppierungen aufgetaucht, wo ich mich frage, will der Westen mit denen wirklich was zu tun haben? Da sind ja echte Neonazi-Gruppen aufgetaucht. Also mit Hakenkreuz, mit Hitlergruß. Die Swoboda-Partei. Zum Teil aus der Swoboda-Partei, zum Teil Gruppierungen, die denen nahestehen. Ja, wenn man mit denen etwas glaubt, politisch bewirken zu können, na, dann sage ich Europa gute Nacht. Zu den Snipern etwas genauer. Die EU-Politiker werfen dem Janukowitsch vor, es sei ja zweifelsfrei, dass er die Waffengewalt eingesetzt hätte. Kann man das so sagen? Janukowitsch ist mit Sicherheit kein wirklich talentierter Politiker gewesen. Und ich bin überzeugt, dass also Janukowitsch mindestens genauso korrupt ist wie die Politiker davor und wahrscheinlich auch die danach. Ja, dass die Ukraine ist ein Staat, der von der Korruption zerfressen ist. Das ist ja nichts Neues. Dass
die ukrainische Staatsführung spät Gewalt angewendet hat, die sie wesentlich früher hätte anwenden müssen, um diese Eskalation zu verhindern, steht für mich auch außer Zweifel. Man hätte also, die Staatsmacht hätte viel früher reagieren müssen, auch mit einer gebotenen Härte reagieren müssen, die man übrigens in Ankara ohne weiteres akzeptiert hat. Die Europäische Union hat akzeptiert, dass der Erdogan mit entsprechender Härte gegen seine Demonstranten vorgegangen ist, damit die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Ich glaube auch, dass man Janukowitsch bei der nächsten Wahl wahrscheinlich eh verabschieden hätte müssen. Ja, und die nächsten Wahlen sind ja nächstes Jahr. Also da ging es nicht um sozusagen Janukowitsch und um die, um den Machtwechsel, sondern man wollte während der Olympischen Spiele in Sochi, während also Russland sozusagen im Schaufenster steht, wollte man Russland provozieren. Das hat einen eindeutigen Zusammenhang und das hat mit Janukowitsch sauber und klar gar nichts zu tun. Also den Glanz, den sich die Russen erhofft haben durch Olympia, wollte man medial beschädigen. Ja, durch die und man wollte sozusagen agieren, während Russland nicht reagieren kann. Man stellt sich vor, Russland hätte sozusagen entsprechend hart reagiert, während die Olympischen Spiele dauern. Also das wusste man ganz genau, dass man dieses Zeitfenster der Olympischen Spiele in Sochi nutzen muss. Das ist das Verwerfliche an der Geschichte. Und leider spielt hier das Europäische Parlament mit. Ich möchte all jene dann fragen, die heute jetzt bedauern, wie die Situation im Irak ausschaut, die früher den Krieg gegen den Irak bejubelt haben, die werde ich in ein, zwei Jahren, werden die sich die Fragen gefallen lassen müssen, warum sie heute mitgespielt haben. Dann haben sie alle den politischen Alzheimer und erinnern sich nicht mehr daran, dass sie selber mitgehetzt haben, dass sie selber auf den Maidanplatz gefahren sind. Ich erinnere etwa daran, dass hier Politiker aus dem EU-Parlament und aus Amerika auf den Maidanplatz gefahren sind, um dort die Leute aufzuhetzen. Man stelle sich einmal das umgekehrte Szenario vor. Wenn russische Politiker in Athen aufgetreten wären, als die dortige die griechische Bevölkerung gegen die Troika und gegen die Politik der Troika aus Internationalen Währungsfonds, aus Europäischer Zentralbank und aus Europäischer Union, also aus Europäischer Kommission, demonstriert haben. Wenn dort Politiker aus Russland aufgetreten wären und die Leute dort aufgehetzt hätten gegen die EU. Also da wäre der Protest natürlich auf dem Fuß gefolgt, mit Recht. Aber das Gleiche muss man doch wirklich auch den Russen zubilligen, wenn sie sehen, dass der ganze Westen hier nach Kiew fährt und die Leute aufhetzt, gegen Russland in Wirklichkeit aufhetzt, aber den Leuten nichts zu bieten hat. Kommen wir zu einer anderen Persönlichkeit in der Ukraine, die Ex-Präsidentin Timoschenko. Sie haben immer gewarnt im letzten Jahr, man dürfe diesen Fall nicht zur Bedingung für den Abschluss des Handelsabkommens machen, hat man dann aber doch. Und dadurch letztendlich ist das Handelsabkommen gescheitert. Man hat diesen Fall unglaublich hochgespielt. Ja, jetzt ist man entsetzt darüber, dass die aus der Haft herauskommt und sofort Präsidentin werden will, ja, sofort zurück an die Macht will. Jetzt ist ihnen selber nicht mehr wohl dabei. Jetzt haben sie gesagt, na, wir wollten eigentlich nur Freilassung, aber bitte nicht mehr zurück an die Macht. Freilassung heißt ja, sie darf machen, was sie will, ja, oder selbstverständlich, nicht? Die versteht das ja auch so. Ja. Sie fühlt sich selber als Volksheldin und hat ja auch das natürlich so aufgefasst, dass man sie nicht nur freilassen möchte, sondern zurück an die Macht bringen möchte. Jeder weiß, dass mit der Wiederwahl der Timoschenko mit Sicherheit die Ukraine auseinanderbricht, weil die ist im Osten der Ukraine absolut unpopulär. Sie hat auch immer wieder politische Aktionen gegen den Osten gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das zur Einheit der Ukraine beitragen wird. Timoschenko, Klitschko, viele Namen sind gefallen, die Präsident werden können. Sehen Sie einen Favoriten? Nein, ich habe auch keinen. Klitschko zahlt seine Steuern in Deutschland, ist offensichtlich und verlängert durch die Milchschnittenwerbung verdient. Ja, das ist ja gut, wenn er da für die Milchschnitten wirbt. Aber in der Ukraine hat er bisher nichts bewegt, außer dass er die Leute auf dem Maidanplatz aufgehetzt hat. Aber selbst die haben ihn dann mit der Zeit schon satt gehabt, weil er so langweilig war. Also das ist auch keine Alternative. Die Ukraine kann nur dann, meiner Ansicht nach, saniert werden, wenn es dort eine seriöse Regierung gibt, die insbesondere die Kooperation mit dem wichtigsten Handelspartner, mit Russland, sucht. Russland liefert Gas und Rohstoffe. Russland ist der wichtigste Exportmarkt der Ukraine. Die Ukraine produziert Güter, die man im Westen, in Europa, gar nicht verkaufen könnte. Also das muss man den Leuten sagen. Es sind
zahlreiche Gastarbeiter aus der Ukraine in Russland als Gastarbeiter tätig. Wenn morgen die Russen diese Gastarbeiter an die Grenze der Ukraine stellen, haben die kein Auskommen mehr, kein Einkommen mehr, nichts mehr. Also wer soll das alles bezahlen? Wenn man also wirklich einen großen Staat wie die Ukraine wirklich gezielt verelenden möchte, um ihn gegen Russland zu instrumentalisieren, dann macht man genau dieses zynische Spiel, das man derzeit macht. Und das ist meiner Ansicht nach ein wirklich gefährliches zynisches Spiel, weil das jederzeit in eine heiße Auseinandersetzung kippen kann. Ich muss wirklich sagen, wer das nicht sieht, wer das nicht sehen will, handelt schwer fahrlässig, wenn nicht sogar vorsätzlich. Viele EU-Abgeordnete fordern jetzt mehr EU-Werte ein, versprechen den Ukrainern EU-Werte, interpretieren die ukrainischen Proteste so, als ginge es um eine Wertedebatte. Oder? Ja, das ist ja das Missverständnis. Wenn die Ukrainer Werte hören, dann meinen sie Konsum. Ja, die Ukrainer erwarten sich, dass sie dann so leben können wie wir, dass sie den gleichen Lebensstandard bekommen. Das sind die Erwartungshaltungen dort. Das sind ja auch reale Werte dann. Das ist was sie unter EU-Werte verstehen. Wohlstand. Bitte, wer soll diesen Wohlstand finanzieren? Ich möchte das wirklich die Österreicherinnen und Österreicher fragen, weil unsere Außenministerpersönlichkeit hat mittlerweile mit Sicherheit schon erfahren, wo Ukraine liegt. Aber eine eigene Außenpolitik gibt es nicht. Also bitte, dann soll die österreichische Regierung einmal der österreichischen Bevölkerung sagen, was das bedeuten würde, wenn man die Ukraine finanzieren müsste. Da ist Griechenland lächerlich dagegen, da ist sogar die Hypoalpe Adria lächerlich dagegen. Ukraine ist ein Fass ohne Boden im Vergleich zur Hypoalpe Adria und Griechenland. Es wird immer davon gesprochen, es gibt den pro-europäischen Westen und den pro-russischen Osten. Wenn man sich die Lage genau anschaut, Russland ist ja auch ein Teil Europas und im Westen ist man vielleicht ein bisschen näher zu Brüssel und EU orientiert. Es gibt schon eine Zweiteilung im ukrainischen Wahlverhalten. Wenn man sich das genau anschaut und das analysiert, dann sieht man, dass es im Westen, also im Bereich Lemberg, gibt es eine klare atlantische Ausrichtung. Und es gibt vom Zentrum und ostwärts gibt es eine klare russische Ausrichtung, die auch daran interessiert sind, an dieser Eurasischen Union teilzunehmen. Man soll das nicht verschweigen, es gibt diese Zweiteilung in der Ukraine, aber das ist ein ukrainisches Problem. Und man sollte jetzt vor allem sich davor hüten, diese Auffassungsunterschiede innerhalb der ukrainischen Gesellschaft zu instrumentalisieren, um sie gegen Russland zu nutzen. Das ist das Gefährliche an dem Spiel.